opening the gate now. Hm, ich seh's. Du hast Großes vor, ne? Mit deinem fetten Rohr da, ne? That's what she said. So. Da kommen wir eigentlich nicht durch. Ja, ich weiß, aber wir kriegen das hin. Komm. Geh mal da weg, Marie. Ich habe große Pläne. Ach, egal. Oh Gott, was macht ihr denn hier? Hallo. Hätten wir euch erstmal ein bisschen weg. Dann sterbt ihr trotzdem noch nicht. Dann bin ich One-Shot plötzlich aus irgendeinem Grund. So. Hier am Himmel geht wieder der Shit ab, ne? Da battlen sich ganz viele Banshees mit Falcons. Schon krass. Das ist noch die Elite, oder? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Nein, das habe ich richtig gesehen. Oh, ich habe eine Rocket. Na, obwohl, die verschwenden wir mal nicht für die Elite. Das wäre mir dann doch zu schade. Office of Naval Intelligence. Ja, Oni. Auch ein Verein, den ich eher nicht so mag. Oh Gott, Jäger. Ja, deswegen meinte ich ganz am Anfang, dass die Eliten nicht unbedingt die allerkrassesten Infanteristen sind, denn Jäger sind schon eigentlich noch heftiger. Aber wir haben ja eine Rocket mitgenommen, glücklicherweise. Deswegen sollten wir jetzt nicht ganz so super schwierig werden. Nein! Boah. Alter, die erste ist immer noch nicht tot, der erste. Das ist krass. Alter, ihr könntet auch mal sterben. Fuck, 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 fuck. Hier ist noch eine Granate und eine Shotgun. Okay, dann müssen wir halt in den Nahkampf. Oh, das wollte ich nicht. Nein, ich häng fest. Okay, der eine Jäger ist tatsächlich schon tot. Der andere wird es jetzt auch gleich sein. Das hat sogar geklappt wie geplant. Das war cool. So, dann haben wir hier noch mehr Shotgun-Munition. Nehmen wir mal mit. Hallo Marine. Wie geht's dir? Da ist doch nichts mehr, oder? Ah, irgendwo eine Elite höre ich da noch. Ah, ja. Ja, ja. Du bist auch ein Spartan, ja. Du bist schon ein bisschen länger im Noble Team. Ich. Denn die einzigen Mitglieder, die von Anfang an dabei sind, sind tatsächlich Cat hier und Carter. Die anderen sind alle mit der Zeit die Originalmitglieder verreckt, weil die immer auf irgendwelche Selbstmordmissionen gegangen sind und ja, wurden dann nach und nach immer wieder ersetzt. Office of Naval Intelligence. Oni. Ich würde hier gern gerade alles kaputt machen, weil ich Oni nicht mag. Speziell jetzt, wenn man auf Halo 5 dann natürlich noch blickt. Ja, und Lock mag ich nicht. Und, ja, weil Oni-Agenten sich gerne für was viel Cooleres halten als irgendwelche normalen Unit 7 Soldaten oder Mitglieder. So. Ja. Cat, bleib. Warte mal. I'm with you, Six. What do you need? Nein, sind wir klar? Wir zwei beiden, sind wir klar? Hm, sie weicht mir aus. Das ist kein gutes Zeichen. Die Beziehung geht in die Brüche. Was sagst du dazu? Nicht so viel. Hm, okay. Ich bin sauer. Sie wollte mich umbringen. Alter. Die springt aber mal in meine Richtung. Naja, gut. Ah, George. George, du bist cool. Du kannst mir bestimmt noch bei meinem Beziehungsproblem mit Cat helfen. Ja, ich weiß, dass Cat so ein bisschen auf Carter steht, aber... ich meine, ich bin ja eigentlich schon die kleinere Sau, ne? Deswegen weiß ich jetzt nicht so. George hat da bestimmt ein paar gute Tipps, denn George ist weise. Weise und alt. So um die 50, glaube ich, aktuell. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die nie ganz so alt sind, wie die pure Rechenart zeigen würde, weil sie auch öfters wahrscheinlich schon im Kryo-Schlaf waren. Und dementsprechend
da ja nicht wirklich gealtert sind, ne? Also wenn jetzt jemand im Jahr 2511 geboren ist, jetzt, also 51 wäre jetzt, genau, jetzt 2552 haben, dann ist er ja nicht unbedingt 50 Jahre alt, sondern, keine Ahnung, vielleicht 45 oder so, was weiß ich, wie lange er im Kühlschlaf verhalten. Ne? Weil er da ja wenig altert. Ja! Und er stirbt trotzdem nicht. Oh, da sind Marines. Geht der Shit ab. Nicht immer das Needle-Bird mit, weil hier ein bisschen Munition abfliegt. Genau, das hier ist übrigens auch die Multiplayer-Map Swordbase, wer es noch nicht erkannt haben sollte, falls ihr Reach kennt. Ja, dass sie so Maps. Oh, fuck! Dass die Maps halt. Oh, Alter, das war eine geile Nate. Dass die Maps. Ja, quasi aus der Kampagne gerippt haben, beziehungsweise die Maps in die Kampagne integriert haben, ist eher weniger geil in den meisten Fällen. Hier funktioniert es noch ganz gut eigentlich so, aber meistens ist es eher scheiße, weil entweder dann die Map halt für die Kampagne nicht gut funktioniert, weil halt so ein Level dann halt doch einen anderen Flow hat. Ihr könntet auch mal mitkämpfen, ne? Guck mal, wer ist denn sie hier? Du hast aber auch einige Sommersprossen. Oh, ich bin ja so verschossen. In deine Sommersprossen. Nee, wo war ich? Genau, und. Oder die Maps sind halt im Multiplayer einfach scheiße. Warum geht das Glas nicht kaputt? Mann. Die Granate hat mich jetzt aber zu Tode erschrocken. Ich wollte gerade ernsthaft hier hinrennen. Hier, weil hier im Multiplayer ein Medipack ist. Die Franz gucken mich auch nur doof an. Naja. Hallo. Kann die auch in den Busch schwimmen. Ja, und beim Needle Rifle finde ich, sieht man den Blumen auch relativ krass jetzt hier gerade. Alter, wo sind die ganzen Marines hin? Was habt ihr gemacht? Ah, okay, ich sehe das Problem. Ja, ich höre es auch. So. George, du bist cool. Du clearst hier wirklich die Route. So. Angst ein bisschen vor dem General da mit dem Flakgeschütz. Gut, wir haben einen Checkpoint. Hallo. Lex? Ach, ich hasse Schakale mit ihren. Ekelhaft. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein! Angriff ist die beste Verteidigung. Oder wie war das? Irgendwie so. Nein, doch nicht. Ich hock mich jetzt hier in die Ecke. Nein! Private A2! Einer der letzten beiden überlebenden Marines. Okay. Sind hier nicht im Battlefield, ja? Ah. So. Das war jetzt die bestmögliche Art, ihn zu töten. Finde ich aber alles richtig. Ja. Ja. Ist okay. Wo geht's denn jetzt hier weiter hoch? Wo muss ich denn lang? Upstairs, ja. Upstairs. Hier noch? Irgendwo lang? Ach Gott. Ja. Hier? Da? Man denkt irgendwie immer so ein bisschen mit dem Multiplayer-Gedanken. So, ne? So, da lang. Ja, okay. Ihr habt mich noch nicht gesehen. So, Assassination ist auch das erste Mal in Hellreach aufgetaucht. Hallo, Freunde. Oh, da ist noch ein Schakal. Stirb. Okay, stirb nochmal. Bam. Und da kommen Eliten. Das ist schlecht, aber ich habe eine Rocket und werde das jetzt wirklich schnell hier wenden. Swoosh. Und, Swoosh. Ich habe Angst, weil ich gerade schlecht spiele und der Rocket sogar gefällt bin und ach. Alter, die haben sich hier aber reingesprengt. Was? Oh Gott, ich dachte, der hätte schon jetzt mal an. Die Elite ist hier noch. Alter, Freunde, was geht denn hier ab? Dann Spec Ops Elite sogar mit Tarnung, ja. Ja. Get down! Oh Gott, die Corvette ist direkt über uns. Komm, wir schießen jetzt erstmal den Fremden hier ab.
So, wir haben ja genug Rocket-Munition. Dementsprechend sollte das kein Problem sein. Würde ich mal behaupten. Weil da drin liegt da sogar noch einer. Und easy. Gut. So, und jetzt nehmen wir die Banshees. Alter, was hat er denn? Hat er Flares oder was? Alter, krass. Ich weiß nicht, wann der beste Moment ist, um hier abzudrücken. Auf die. Probieren wir immer nochmal. Ja, er hat beigedreht. Okay. Nice. Und jetzt den dritten, ne? Na, komm mal. Yeah. Wow, ich dachte schon, ich wäre jetzt runtergefallen. Das sieht verdammt cool aus hier so, ne? Diesen ganzen Rauch und so. Orbital Defense is standing by to take the shot. Ja, Longswords. Die Helden des Alterns. Da geht die Covid. Beautiful, ain't it? Someone should take a picture. Nice work, by the way. I aim to please. 5, 6. Get down to the science wing. Dr. Halsey wants a debrief and command saying we're all hers. Repeat? Sounded like you said Halsey. I did. Copy that, on our way. Don't need command to tell me. Been all hers half my life. Requested your assistance, Commander, and do not need a report on events that occur on my own doorstep. What I do require is a detailed account of your previous engagement. George, it's been too long. Mom. What have you done with my armor? Just some additions I've made. Indeed. Visigrad Relay. Its data center was home to one of my xeno-archaeologists, Professor Laszlo Sorvad. Perhaps you could shed some light on his death. If he was a civilian male in his mid-60s, he died with a Covenant energy sword through his abdomen. Elites, then? They engaged us as well. It was just after we found your scientist's daughter, Mom. She was hiding in the... Irrelevant. The elites. Tell me more about them. 3. Zealot class. One got Bias, the leader, from the looks of him. Zealots. You're certain? Their armor configuration matched. Shield strength, too. I gave the order not to pursue. Our primary objective was to get the station's relay back online. Your primary objective? Commander, are you a puppet or a Spartan? Ma'am? There are those at Oni, myself included, who believe the Covenant dispatch elite advanced teams to hunt down artifacts of value to their religion. Survivor account suggests such teams are small, nimble, and almost always zealot class. No doubt they came to the station for the abundance of Oni excavation data stored there. And you let them get away. Data retrieval was not a command directive. Even had we known, we had other more urgent matters to attend to. Like warning the planet. Professor Sorvad's final entry in his field notes made reference to a latchkey discovery. Latchkey. Not a word he would use lightly. So let's hope that the data module your lieutenant commander stole contains it. Cat? Before you ask, I was alerted at the moment you attempted to access its contents, as I am with any unauthorized tap. That data is classified Tier 1. I could send you to the brig for interfering with my work. Maybe you'd like to join her. I'm sorry? We're currently under emergency planetary directive, winter contingency. I'm sure you're familiar with the punishment for civilian interference with the Spartan deployment. Are you threatening me, Commander? Just making a reading suggestion, ma'am. Let's move, Noble Team. Mom? That will be all, George. Dr. Catherine Halsey wird vor allem, oder ist die, die mit das Spartan-Programm entwickelt hat und ja, vor allem die Spartan 2 ist und natürlich auch Spartan 1 dann noch betreut hat.
26.30 Uhr. Die Tage scheinen auf Reach etwas länger zu sein. Recon Team Bravo reporting in. 3 and 6 in position. It's starting to get crowded up here, Cat. Then we're closing in. Reports any Covenant structures or devices. Direct action may be necessary. Copy that. When Cat runs an op, direct action is always necessary. Here, you may need these. High velocity, armor piercing. They'll take the hat off an elite at 2,000 yards. And they ain't cheap. I'll be in touch. Eine coole Sniper-Mission mit June. Too quiet. So, aber das machen wir erst beim nächsten Mal, denn das hier war schon eine relativ lange erste Aufnahme und ich denke mal, das war alles ganz okay so. Ja, genau. Könnt ihr alles so in die Kommentare schreiben, Anregungen und so weiter und so fort. Und ansonsten, ja, schreibt einfach mal, wie es euch gefallen hat und so natürlich. Und ja, wir gucken dann, wie es mit Reach weitergeht beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.